Hallo Leute, willkommen in diesem Video. Ich stelle euch heute Superbic Corsair Tropic P1 Schallerzeuger vor. Wir haben hier 12 Stück in der Schachtel enthalten. Von Tropic Klasse P1 NEM haben wir hier 25,8 Gramm auf 12 Stück. Das sind Reibkopfknaller mit kleinem Reibebrett. Ich habe da schon ein paar rausgezündet. Wir werden jetzt auf alle Fälle einige Stück zünden. Und ich habe dann auch noch eine zweite Schachtel. Sind nicht sehr gut verarbeitet, sind so komisch gewickelt hier. Ja, die Qualität lässt da wirklich zu wünschen übrig. Nichtsdestotrotz, die Böller gibt es bei Actifier zu kaufen, sind natürlich sehr laut, weil es BKS ist, Kategorie P1. Wie laut die aber wirklich sind, das seht ihr jetzt in dem Video. Viel Spaß! So, wir machen jetzt hier mal einen Superbic Corsair von Tropic. Der aus sein. Der läuft. Naja. Ja, geht so. Eine noch. Der war stark. Hier ist der Schall leider nicht so gut. Ich blende euch jetzt dann noch andere Locations ein. Ja, die brennen sehr lange, gehen teilweise aus, also werfen würde ich die nicht. Hier, also die gehen. Ja, da läuft das Pulver aus hier schon. Geht eigentlich. Ich hätte es mir jetzt ein bisschen lauter vorgestellt. Superbic Corsair von Tropic. Machen wir mal eigentlich. So, passt. Schauen wir mal. Die brauchen lang. Der geht, na schau, der raucht. Der geht. Alter, hörst du das da drin? Superbic Corsair als nächstes. Na? Der geht noch. Das sind lauter wie die alten Schweizer, gell? Ja, scheiße, weil es so spät erst los, gell? Ja, dann kommen wir kurz zum Fazit. Ja, die Verzögerung ist ziemlich lange. Sie sind sehr, sehr laut, also scheppern wirklich ordentlich. Aber die Qualität so von den Böllern her, naja, da gibt es bessere P1-Schallerzeuger. Trotzdem sind sie natürlich laut wegen dem BKS. Haben ja über 2 Gramm NEM pro Stück. Die scheppern somit schon ganz gut. Aber so laut wie zum Beispiel hier ein Funker Spezialpirat sind die nicht. Trotzdem danke fürs Einschalten, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr solche Videos. Wir sehen uns. Haut rein und ciao.